In letzter Zeit kommen fast nur neue Sets und neue Objekte per Gratis-Update, die nicht immer ganz fehlerfrei funktionieren. Letzteres hat besonders das neueste Pack für die Sims 4 gezeigt. Warum das so ist, lässt sich mit einem Blick hinter die Kulissen etwas besser verstehen. Mehr dazu in diesem Video. Das neueste Pack für die Sims 4, meine Hochzeitsgeschichten, ist ja, wie wir alle wissen, grandios in die Hose gegangen. Die Entwickler haben ein sehr unfertiges Pack veröffentlicht und viele Spieler haben ebenfalls so ein bisschen rumgerätselt, woran das eigentlich liegt. In der Vergangenheit war es ja schon öfters so, dass es mal bei Packs so ein bisschen zu kleineren Problemen beim Start gekommen ist. Manche Sachen haben nicht ganz funktioniert, aber so in diesem Ausmaß, wie es mit dem letzten Gameplay-Pack passiert ist, hatten wir das tatsächlich noch nie. Und es kann sein, dass wir tatsächlich mal den Grund so ein bisschen für diese Problematik gefunden haben. In diesem Video soll es dann auch so ein bisschen um die Entwicklung dieses Gameplay-Pack gehen, also so ein bisschen so behind-the-scenes-mäßig schauen wir uns mal an, was da eigentlich los war. Und zwar hat der Simmer James Savory 7890 eine interessante Twitter-Entdeckung gemacht, die er auch direkt geteilt hat. Er hat sich nämlich mal angeschaut, was für Leute an diesem Pack mitgewirkt haben und hat es so ein bisschen in die einzelnen Kategorien aufgeschlüsselt. Wie er hier im Tweet schreibt, haben 138 Leute an diesem Pack mitgearbeitet. Eigentlich eine ganze Menge, aber natürlich machen nicht alle Leute das Gleiche, sondern es gibt Leute, die zum Beispiel die Objekte designen, die Sachen programmieren, die sich um das Audio-Design kümmern, da gibt's ganz viel. Und dabei ist ihm tatsächlich aufgefallen, dass der Bereich der Leute, die sich um die Gestaltung kümmern, die Texturen zeichnen, die sich die Objekte überlegen und malen bzw. ausarbeiten, ja aus 30% besteht. Also 30% aller Mitarbeiter sind Leute, die im Art-Team sind, also eigentlich eine ganze Menge. Dann haben wir nur 11 Leute, die im Engineering-Team sitzen, die quasi dann wirklich die neuen Features programmieren, auch in der Benutzeroberfläche Sachen programmieren, die also quasi, sagen wir mal, grob für das Gameplay auf jeden Fall zuständig sind. Und tatsächlich nur 6% aller Leute waren in diesem QA-Team. Das QA-Team ist dann tatsächlich dafür zuständig, sich anzuschauen, dass keine Fehler im Spiel auftauchen, die testen quasi das Pack. Und auf diesem Tweet aufbauend bin ich mal ein bisschen weitergegangen und habe noch ein bisschen weiter recherchiert, habe mich im Spiel ein bisschen eingelesen. Man kann ja in den Mitwirkenden, kann man sich ganz genau angucken, wer an dem Pack gearbeitet hat. Und so habe ich jetzt mal die Zusammensetzung von allen Mitarbeitern nochmal komplett aufgeschlüsselt, habe die anderen Bereiche, die er in seinem Tweet nicht beachtet hat, so ein bisschen zusammengebracht. Und dabei fällt auf, dass wir beim Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack ungefähr 30 Mitarbeiter im QA, also im Testbereich haben. Wir haben 30 Mitarbeiter im Audiobereich. Wir haben 15 Mitarbeiter, die die Sachen programmieren, also so ein bisschen für das Gameplay zuständig sind. Design sind 11 Leute zuständig gewesen für dieses Pack. Das Art Department besteht aus 42 Leuten und Producer, also Leute, die quasi sich um die eher organisatorischen Sachen kümmern, die dafür zuständig sind, zu gucken, dass das Pack auch wirklich vorangeht und das so ein bisschen koordinieren, besteht aus 31 Leuten. Aber ich bin noch einen Schritt weiter gegangen und habe mir dann im Vergleich angesehen, wie denn so das Ganze bei dem Dschungelabenteuer-Gameplay-Pack aussieht, weil das meiner Meinung nach so vom ganz Groben so konnte man irgendwie recht gut mit dem aktuellen Gameplay-Pack vergleichen. Und da ist mir doch wirklich was Spannendes aufgefallen. Ihr seht jetzt hier die beiden Tortendiagramme nebeneinander. Und wie ihr vielleicht schon seht, die Aufteilung der Leute ist tatsächlich doch ziemlich unterschiedlich. Da haben wir nämlich tatsächlich 86 Leute, die sich darum kümmern, dass keine Fehler im Spiel sind und diese entdecken quasi. Und das ist dann im Vergleich zu 30 bei dem Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack ja doch eine ganz andere Hausnummer, also mehr als doppelt so viele Leute. Da kann man dann auch so ein bisschen erkennen, warum tatsächlich das Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack so kaputt ist. Ich meine, es ist ja logisch, dass bei doppelt so vielen Leuten, wie es jetzt hier bei dem Gameplay-Pack der Fall ist, dann doch mehr Fehler gefunden werden. Auch die Leute, die tatsächlich ja, das Spiel spielen und gucken, wo Fehler sind, die sind auch bei diesem Pack deutlich mehr. Ich fand es tatsächlich ganz spannend, weil beim Dschungelabenteuer-Gameplay-Pack sieht man dann ja auch, dass der Art-Bereich nicht ganz so groß ist und dafür dann einfach der Playtest-Bereich
wirklich am größten ist. Und das zeigt dann ja doch auch mal wieder so ein bisschen, dass die Entwickler ja vielleicht ihre Prioritäten ein bisschen falsch setzen. Gerade wenn da dann noch so ein bisschen Zeitdruck dazu kommt, ist es ja einfach logisch, dass weniger Leute ja auch weniger Fehler finden und vielleicht auch verbessern können. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht so ganz genau, wie das da bei EA läuft. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen spekulativ, aber ich finde, man kann aus der Meine Hochzeitsgeschichten-Grafik auch noch was anderes rauslesen. Wie ihr schon seht, ist der Artbereich hier bei Meine Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Pack wirklich mit deutlichem Abstand am größten. Und ich finde, das kann man irgendwie auch so ein bisschen allgemein auf, sagen wir mal, das letzte Jahr von The Sims 4 beziehen. Wir haben ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Sets in The Sims 4 bekommen. Und auch sonst, die Entwickler hauen in letzter Zeit nicht unbedingt viel neues Gameplay, sondern eher neue Objekte raus. Und ich finde, das kann man auch so ein bisschen in dieser Grafik wiedererkennen. Also natürlich, wenn die Entwickler am meisten Leute haben, die gut zeichnen können und die gut Objekte erstellen können, ist es dann ja auch logisch, dass sie dann eher Sets rausbringen, bei denen man quasi nur diese Art von Leuten braucht. Genauso wie bei den Sims Delivery Express Objekten. Also ich finde, das lässt sich auch allgemein ein bisschen auf die Sims 4 übertragen. Es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, warum das so ist. Also warum die Entwickler sich nicht mehr wirklich aufs Playtesting verlassen. Das kann man natürlich spekulieren. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass die anderen Entwickler schon einfach mittlerweile einfach mit The Sims 5 beschäftigt sind und da auf Hochtouren gearbeitet wird. Das werden natürlich auch zwei verschiedene Teams sein, also das Team The Sims 4 ist jetzt nicht das gleiche wie das Team von The Sims 5 und Leute, die dann halt malen, sind dann noch ein bisschen so bei The Sims 4 und sind da derzeit noch am Gange. Aber wahrscheinlich sind halt schon sehr viele Entwickler von The Sims 4 zu The Sims 5 zum The Sims 5 Team gewechselt. Das würde das zumindest meiner Meinung nach ganz gut erklären. Ich muss wirklich sagen, dass mich das schon ganz schön überrascht hat. Die Entwickler scheinen einfach nicht so viel Wert darauf zu legen, dass ihr Pack korrekt funktioniert. Sie haben dafür auch personalmäßig weniger Leute eingeplant. Finde ich auf jeden Fall ganz krass. Auch interessant zu erwähnen, zum Beispiel beim Wellness-Tag-Gameplay-Pack habe ich ähnlich nachgeguckt. Da ist es tatsächlich ähnlich wie beim Meine Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Pack, die Aufteilung der Leute. Deswegen kann man das nicht unbedingt auf jedes Pack beziehen. Es ist also immer sehr unterschiedlich, welches Pack wie viele Leute abbekommt und wie da die Verteilung aussieht. Dann würde ich mal sagen, wir wären am Ende dieses Videos angekommen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so im Detail wusstet. Hoffen wir einfach mal, dass die Entwickler fürs nächste Pack auf jeden Fall dazugelernt haben und dass es nicht mehr so abläuft. Und vielleicht, dass wir doch noch eine große Erweiterung oder sonst irgendwas für The Sims 4 bekommen. Die ganzen Sets sind zwar ganz cool, aber meiner Meinung nach auch ja eher so ein bisschen Lückenfüller. Und wenn der Lückenfüller dann so zum Hauptding wird, wir bekommen jetzt bald nochmal ein Set, ja, dann ist es irgendwie ein bisschen blöd. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieser Einblick gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.